Ganz herzlich willkommen zu einem TMTV-Special. Wir haben mal wieder ein Marktwert-Update für euch im Gepäck. Heute schauen wir in eine der Top 5 Ligen nach Spanien. La Liga wurde einmal bei uns in der Redaktion auf links gedreht und es wurden einige Marktwerte abgedatet und wir wollen euch mal die spannendsten Namen zeigen. Mit dabei viele, viele Talente und auch der ein oder andere angehende Weltstar. Und einer, der in diesen Status tatsächlich so langsam, aber sicher vordringt, das ist auch der erste Spieler, über den wir sprechen wollen. Ein Ex-Dortmunder, der jetzt bei Real Madrid durchstartet. Jude Bellingham gewinnt nämlich richtig satt hinzu. 30 Millionen Euro plus. Er hat jetzt 150 Millionen Euro Marktwert erreicht. Derzeit gibt es wahrscheinlich kaum einen Spieler weltweit, der mehr Einfluss auf die eigene Mannschaft hat und das auf diesem Niveau. Er ist der beste Torschütze in La Liga und sofort zum Unterschiedsspieler geworden, wenn die Entwicklung so weitergeht. Ja, wo soll das dann mit Bellingham bloß enden? Ein schönes Plus gibt es auch wieder mal für Frenkie de Jong. Seit fast einem Jahr geht die Formkurve von ihm konstant nach oben. Im Verein und bei den Fans hat er auf jeden Fall einen neuen Status und eine ganz neue Wertschätzung bekommen. Nun sollten dann auch auf internationaler Ebene neue Erfolge hinzukommen. Wer weiß, vielleicht wird es dann ja auch was mit einem dreistelligen Millionenbetrag. Eduardo Camavinga kam als Supertalent und er wird diesem Status mehr und mehr gerecht. Er ist weiterhin unglaublich vielseitig einsetzbar und gewinnt immer mehr Selbstvertrauen und Selbstverständnis für seine ganz unterschiedlichen Rollen im Team, denn er wurde ja schon auf drei verschiedenen Positionen allein in dieser La Liga-Saison eingesetzt. Aurelien Tchouaméni hat sein kleines Tief der ersten Jahreshälfte überstanden und seinen Stammplatz im defensiven Mittelfeld gefunden. Zuletzt hat er auch mal in der Innenverteidigung ausgeholfen. Überall mit guten Leistungen. Also der nächste Madrilene, der sich über einen Marktwert plus freuen kann. Jetzt 90 Millionen wert. Nahuel Molina hat eine richtig gute Entwicklung hingelegt. Der 25-jährige Rechtsverteidiger ist auf seiner Position aktuell sicherlich einer der formstärksten Spieler weltweit. Und er ist großer, wichtiger Teil vom Aufschwung bei Atletico. Bearbeitet seine rechte Seite ganz hinten wie auch ganz vorne. Und er ist Stammspieler in der argentinischen Nationalmannschaft. Jetzt ist er 50 Millionen Euro wert. Genauso wie der Teenager Lamine Jamal, der in seinen jungen Jahren schon so gut wie jeden Rekord gebrochen hat. Er schreibt sich Woche für Woche gefühlt nochmal an eine andere Stelle ins Geschichtsbuch. Und man muss so ein bisschen aufpassen, dass er nicht verbrennt. Das macht tatsächlich Trainer Xavi aktuell ganz gut. Er dosiert die Einsatzzeiten seines Juwels, dessen technische Fähigkeiten eine Augenweide sind, wenn die Entwicklung in die richtige Richtung geht, dann wird man beim FC Barcelona noch sehr, sehr viel Freude an ihm haben. Auch Takefusa Kubo geht einen großen Marktwertschritt, verdoppelt seinen bisherigen Wert mal eben auf 50 Millionen. Er macht nahtlos da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat und bringt Real Sociedad immer weiter auf ein neues Level. Gerade seine Impulse fürs Offensivspiel sind bemerkenswert. Nico Williams macht auch über die Außenbahn richtig Dampf bei Athletic Bilbao. Er ist derzeit einer der wertvollsten Spieler, die einen auslaufenden Vertrag im Sommer 2024 haben. Und die große Frage, die sich stellt, macht er es wie sein Bruder, wie Iñaki Williams, der ja Athletic Bilbao die Treue geschworen hat, oder aber geht er nochmal zu einem anderen Club im In- oder Ausland? Bisher völlig unklar, wie es mit ihm weitergeht. Sein Marktwert steigt jedenfalls auf 40 Millionen. Seit längerem gibt es mal wieder ein Top-Talent im zentralen Mittelfeld von Atletico Madrid, Pablo Barrios. Der hat in seinen Einsatzminuten bisher für eine Menge positive Kritik gesorgt und wird Schritt für Schritt von Diego Simeone eingebaut. Er hat einen neuen Marktwert von 20 Millionen. Girona, völlig überraschend auf Tabellenplatz 2 und mit dabei ist Savio. 6 Scorerpunkte in 9 Ligaspielen und das mit gerade mal 19 Jahren. Er ist ja aktuell ausgeliehen von Troyes aus Frankreich, ohne Kaufoption, aber beide Clubs gehören ja zum Manchester City-Kosmos. Neuer Marktwert für Savio, 20 Millionen Euro. Wir können schon gespannt sein, wie es nächsten Sommer mit ihm weitergeht.
Javi Guerra hatte schon zum Saisonende in der abgelaufenen Spielzeit einige Duftmarken hinterlassen und nun untermauert er das mit konstanten Leistungen beim FC Valencia. Deswegen explodiert sein Marktwert. Er verzehnfacht sich von 2 auf 20 Millionen. Ander Barrenetxea, 21 Jahre jung, kommt am liebsten über die linke offensive Außenbahn bei Real Sociedad, gewinnt auch hinzu. Neuer Marktwert 15 Millionen Euro. Er hatte in der Vorsaison eher Rückschritte gemacht, auch aufgrund von diversen Verletzungen. Aber dieses Jahr kam er enorm stark aus der Saisonvorbereitung und hat besonders in den beiden bisherigen Champions League-Spielen seinen Stempel aufgedrückt und dementsprechend gibt es ein ordentliches Plus. Ein weiterer Spieler von den jungen Wilden bei Valencia, das ist Diego Lopez. Der nährt die Hoffnung für eine positivere Zukunft des Vereins. Hat seit Mai 5 Treffer erzielt und auch seine ersten Spiele in der U21-Nationalmannschaft absolviert. Fermín López war einer der Überraschungsspieler der Saisonvorbereitung und hat von Trainer Xavi schon einige Spielminuten bekommen. Sehr vielseitig einsetzbar, physisch noch nicht auf dem Level, aber mit starken Offensivqualitäten. Vor allen Dingen sein Abschluss ist richtig gut. Von 300.000 geht es hier auf 8 Millionen hinauf. Hassan Diao hat sich wie einige andere sehr, sehr junge Spieler in La Liga in Rekordzeit nach oben gearbeitet. Direkt in seinen ersten beiden Ligaspielen überhaupt ein Tor erzielt. Sein Marktwert explodiert ebenfalls von 200.000 auf 8 Millionen. Ja, ähnliches gilt für Brian Zaragoza. Ein weiterer Senkrechtstarter der Liga hat in Kürze den Durchbruch geschafft und steht nun nach wenigen Spielen bereits im Kader der spanischen Nationalelf. Von hier aus kann es also noch viel weiter nach oben gehen. Sein aktueller Marktwert 8 Millionen. Samu Omorodion ist gerade mal 19 Jahre jung. Atletico Madrid hat ihn für 6 Millionen Euro verpflichtet. Er traf dann direkt im ersten Ligaspiel für Madrid, wurde dann aber weiter verliehen an Deportivo Alaves, damit er dort Spielpraxis bekommt. Auch dort bereits mit einem Treffer. Er kommt vor allen Dingen über seine Physis, ist ein spannender Mann für die Zukunft. 6 Millionen sein Marktwert. Und wir machen weiter mit ein paar Abwertungen. Vor allen Dingen fällt dabei ein bisschen auf, dass immer wieder der Verein Villarreal genannt wird. Der macht ja gerade relativ schwere Zeiten durch und das gilt dann auch für den einen oder anderen Profi, macht sich ja dann auch sofort am Marktwert bemerkbar. Und das gilt dann auch gleich für unseren ersten der abgewerteten Spieler, Jeremy Pino. 20 Jahre immer noch jung, einer der Senkrechtstarter der vergangenen Jahre, verliert jetzt 5 Millionen an Marktwert, fällt auf 35 Millionen. Sein Potenzial ist weiterhin unstrittig, aber aufgrund der aktuell schwierigen Lage scheint ein Verkauf auch nicht unrealistisch. Und im Privatleben gab es dann zu allem Überfluss auch noch negative Schlagzeilen. Der Trend ist ganz klar negativ. Reinildo Mandava verliert ebenfalls an Marktwert. Die schwere Verletzung und eine immer weiter verlängerte Ausfallzeit sorgen für fortschreitende Wertverluste. Ein Comeback für den Mann aus Mosambik wird wohl erst im November stattfinden können, wenn die Prognosen denn dieses Mal stimmen. Bei ihm geht es weiter runter auf jetzt 20 Millionen. Ferland Mendy ist aktuell nicht mehr so sonderlich gefragt, war ja auch immer wieder verletzt. Nach seinem letzten Ausfall kam der 28-jährige Linksverteidiger zwar richtig gut zurück, aber er spielt wohl etwas zu eindimensional. Er ist sehr defensiv als Linksverteidiger, hat kaum Offensivqualitäten und scheint ganz insgesamt nicht mehr so gefragt auf dem Markt. Neuer Marktwert 20 Millionen Euro. Die Spielfreude und die Explosivität früherer Tage ist Thomas Lemar abhanden gekommen. Unter Diego Simeone spielte er nur noch selten eine Rolle und nun auch noch der Achillessehnenriss. Insgesamt ein klar negativer Trend, der sich auch im neuen Marktwert manifestiert. David Garcia war der mit Abstand wertvollste Profi bei Osasuna. Jetzt ist er nur noch auf einem geteilten ersten Platz, verliert 5 Millionen an Marktwert. Er wird demnächst 30 Jahre alt und es wird immer unwahrscheinlicher, dass für ihn nochmal eine hohe Ablöse gezahlt wird. Leistungstechnisch befindet er sich auf einem guten Niveau, aber nicht mehr ganz so stark wie in den zurückliegenden Spielzeiten.
Nabil Fekir war richtig gut im Saft, aber dann lange am Knie verletzt, fällt jetzt auch gerade wieder aus und ist weiterhin nicht fit genug, um zu spielen bei Betis. Dort wird er auch vermisst, trotzdem sein Marktwert geht erstmal runter um 5 Millionen Euro. Boubacary Soumaré vom FC Sevilla hatte beim gefeuerten Trainer Mendy Libar kaum Chancen erhalten, muss jetzt hoffen, dass es unter dem neuen Coach besser wird. Mit dem Marktwert geht's erstmal runter auf 15 Millionen. Und noch so ein Profi vom FC Villarreal, der Marktwert einbüßt. Gerard Moreno, nach ganz, ganz starken Jahren läuft es aktuell nicht bei Villarreal und er ist mittlerweile auch 31 Jahre alt. Borja Iglesias ist derzeit bei Betis nur dritte Wahl im Sturm und in seinen kurzen Einsatzzeiten konnte er nicht überzeugen. Erstmal ist hier keine große Besserung der Situation zu erwarten und er ist auch aus dem erweiterten Kreis der Nationalmannschaft ausgeschieden, heißt sein Marktwert halbiert sich. Ben Brereton Diaz ist bei Villarreal noch nicht so richtig angekommen, kaum Spielzeit. Und wie ich schon eingangs gesagt hatte, bei Villarreal zeigt der Trend insgesamt nach unten. 6 Millionen Marktwertverlust auf 10 Millionen Euro. Und auch Fran Beltran verliert. Der zentrale Mittelfeldmann von Celta Vigo befindet sich mit seinem Club gerade in der Abstiegszone und er selber zeigt sehr, sehr durchschnittliche Leistungen. Deswegen büßt er erstmal 5 Millionen an Marktwert ein. Und damit sind wir am Ende angekommen unseres kleinen Specials anlässlich des Marktwert-Updates in La Liga. Haben euch die neuen Werte gefallen? Und wenn nicht, warum nicht? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Bin sehr gespannt, wenn ihr mitdiskutiert. Und dann haben wir hier auch noch ein paar Videoempfehlungen von unserem YouTube-Channel. In dem Sinne, danke fürs Interesse, bis ganz bald und macht es gut. Tschüss.